Ich begrüße euch zu RRTV Sport. Heute zu Gast ist die Laura Blumenthal. Sie ist Badmintonspielerin. Schon seit 9 Jahren macht sie diesen Sport, hat auch schon super Erfolge können feiern. Es hat aber schon Rückschläge gegeben. Und über die Erfolge und Misserfolge wollen wir in der heutigen Sendung miteinander reden. Laura Blumenthal, recht herzlich willkommen. 2006 hast du angefangen mit Badmintonsport. Wie bist du zu diesem Sport dazu gekommen? Erzähl mal. Ja, früher bin ich viel mit dem Papa Federball spielen. Ich so ein bisschen hin und her spielen im Olympico. Und dann hat der Marco Fuchs vom Olympico mich mal gefragt, ob ich nicht in den Club wollte kommen. Und dann habe ich gefunden, ja, gehen wir mal schauen. Und bin ich schauen und das hat mich gerade recht gepackt. Und, ja. Also quasi bist du schon ein bisschen Talent für diesen Sport? Ja, ich sage dir mal. Aha. Hast du vorher die andere Sportart also gemacht, oder? Ist das der wichtigste Sport für dich? Ja, nicht gross andere Sportarten. Einfach ein bisschen probiert, einmal Jusaikon und einmal getanzt, aber nur so ein Jahr, zwei. Und das war also der erste richtige Club, wo ich wirklich frei getragen habe und einen Einsatz gezeigt habe. Und warum geht eben frei am Badminton? Was hat er da speziell gepackt oder wieso hat es dich gepackt? Ja, also es packt mich heute immer noch. Es ist einfach die Schnelligkeit und dass man einfach die Reaktion muss einfach super sein. Und man kann einfach abstellen, wenn man im Sport ist und auf dem Feld ist. Und ja, es ist einfach ein super Sportort. Aber es ist schon ein recht grosser Unterschied zwischen dem, eben, wenn du sagst, Federball und jetzt dem richtigen Badminton. Genau, Federball ist einfach das, was man so auf dem Camping halt spielt. Ich komme jetzt hin und her und die Schläger sind nicht ganz so super, ohne Feld, ohne Netz. Und man kann auch Federball auf dem Feld spielen. Halt einfach eben ohne Regeln und einfach schauen, wie viel mal treffen wir hin und her. Und Badminton ist halt nachher wirklich mit den Regeln und halt auch der Leistungssport nachher zu Badminton, wo es einfach abgeht. Da. Ja, und was brauchst du vor allem für Fähigkeiten? Was denkst du, dass man gut in Badminton-Spielerin kommt? Also ich finde, Taktik ist sehr wichtig, dass man auf jeden Fall sieht, wenn man vor allem Einzel spielt, wo der andere steht, dass man halt einfach nicht da spielt, wo er steht. Das finde ich etwas vom Wichtigsten. Aber natürlich auch die Schlagtechnik, dass man das Federli einigermaßen über das Netz bringen mag. Und sonst die Kondition darf natürlich auch nicht fehlen. Je nachdem, ob man einzeln, doppel oder mixed spielt, ist ja das wieder verschieden. Taktik, hast du gesagt, also müssen wir ein bisschen vorausschauen. Mhm. Was macht der Gegner oder so? Ist das Spiel lesen? Genau, das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, vor allem für den Leistungssport nachher. Also das muss man über Jahre lernen. Und genau einfach, dass man, wenn man schlägt, dem anderen einfach zuschaut, wo er läuft, dass man nachher wirklich wieder den längsten Schweg ihm zurückspielen kann. Kann man das trainieren oder ist das eine Begabung, die man einfach ein bisschen haben muss? Ich glaube, es ist eine Begabung, die man ein bisschen hat. Man kann es aber auch trainieren. Vielleicht die begabt sind, können es dann schlussendlich gleich besser, als die es trainiert haben oder immer noch am Trainieren sind. Aber ich denke, mit Erfahrung ist recht viel zu machen. Da. Mhm. 2006, also hast du angefangen mit dem Sport, mit dem Verein. Und 3 Jahre später bist du schon auf dem Podest an der Schweizer Meisterschaft. Das ist rasant abgegangen. Genau, das war ein riesiger Erfolg für mich. Also das zweite Junioren-Schweizer Meisterschaft. Als ich gespielt habe, haben 3 Disziplinen mitgemacht, Einzel, Doppel und Mixed. Und das Ziel war einfach, ja, mal zu spielen und zu schauen, wie weit ich komme oder mal die erste Runde überstehen. Und schlussendlich habe ich dann Mixed und Einzel Bronzemedaille bekommen und Doppel hat es dann sogar für die Goldmedaille gelangt. Mhm. Ist das auch für dich überraschend gekommen? Oder hast du rechnen können, dass ich das schon so Medaille geben könnte? Also es ist auch recht überraschend für mich. Ich habe zwar mit einer gespielt, wo von Basel ist und der recht gut war, aber dass wir gerade Erste werden, haben jetzt wirklich nicht gedacht. Und darum haben wir umso mehr gefreut. Und die Menzel Bronze schon, war für dich eine Überraschung? Ja, es sind alle 3 Medaillen eine Überraschung, ja. Weil ich es nicht erwartet, dass ich so weit komme, gerade in der zweiten Schweizer Meisterschaft. Und ja, ich habe mich endlich gefreut darüber. Also schon grosse Erfolge, wenn man so zuoberst fast im Podest ist bei Schweizer Meisterschaften. Wird man da euch kontaktiert von der Nationalmannschaft oder so? Wie war das? Genau, das war die Spiez 2009. Und dann hat mich da die Schweizer Nationaltrainer spielen. Und nach dem Turnier sind sie mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, in die Junioren-Nationalmannschaft zu kommen. Wäre mir die neu zu baden und zu Lausanne zu trainieren.
Und dann wird das angeschaut, wie das geht wegen der Schule. Und dann habe ich mich entschieden, die Sportschule HSK zu machen, zu Brigg, dass ich da die Trainings und die Schule besser unter den Hut bekomme. Und hast du Trainings gemacht eben mit der Nationalmannschaftskader Spieler? Ja, ich habe immer am Dienstag hatte ich immer das Bahrentraining, Mittwochnachmittag immer zu Lausanne. Und am Wochenende haben wir halt, wenn wir keine Match oder Turniere hatten, haben wir viel einfach einen Tag oder das ganze Wochenende zu Trainingslager gehabt, zu Macklingen oder zu Bahren, irgendwas, so einfach mit der ganzen Nationalmannschaft von meinem Jahrgang. Also da gute Förderung, noch mehr als im Club, kann man sagen. He? Genau, das war super Förderung. Was einfach schade war, war alles auf das Einzel fokussiert. Ja. Warum echt? Ja, man lernt ja, wenn man anfängt Badminton zu spielen, tut man halt einfach wirklich zuerst das Einzel üben. Und nachher kommt dann mit der Zeit erst das Doppel und das Mix dazu. Du warst eigentlich da auf dem Weg nach weiter oben auch noch. In den verschiedenen Kadern, was es da gibt. Ja, ich habe, also, ich habe wirklich Priorität auf das Einzel gesetzt. Aber 2009 hat es mir angefangen, ein Bein weh zu machen, ein Scheinbein. Und dann habe ich mir auch am Anfang nicht viel dabei gedacht. Ich fand, ja, es ist ein Muskelkater oder so. Und nach 3 Monaten konnte ich mich an den Stegen laufen. Und bin dann gleich mal zum Doktor gegangen. Und dann hieß es, es ist eine Knochenentzündung, die halt schon chronisch war, wenn ich so lange gewartet habe. Und dann habe ich aufgehört Einzelspielen, weil man im Einzel halt längere Laufwege zurückgelegt hat, als im Doppel und im Mixed. Und habe einfach mich voll auf Doppel und auf das Mixed fokussiert. Ist es ein bisschen besser gekommen mit dem Scheinbein, wenn du das Einzel weggelassen hast? Kann ich nicht so sagen. Also ja. Ich habe einfach weniger Weg während dem Spielen, weil ich halt nicht so viel laufen musste. Aber im Alltag macht es darum gleich fest wie, ob ich jetzt Einzel gespielt habe oder Mixed. Und nachher hast du auch nicht mehr da in dem Kader mitmachen wegen der Verletzung? Genau, 2011 habe ich dann ganz mit dem Einzel aufgehört. Und dann haben sie mir dann halt auch gesagt, ja, in der Nazi kann ich nicht mehr spielen, weil ich halt wirklich nur auf das Einzel fokussiert habe vorher. Und nachher, 3 Monate später, bin ich aber im Mixed Schweizer Meisterin gekommen, weil ich wirklich das Mixed für mich entdeckt habe. Also das ist jetzt immer noch meine Lieblingsdisziplin. Und nachher bin ich dann wieder für ein paar Monate zurück in die Nationalmannschaft gegangen, habe aber nachher aufgehört, weil es mir einfach schulisch auch nicht mehr gelangt hat mit allem. Aber die Verletzung eben mit dem Scheinbein, das hat er schon ein bisschen in dem Moment gerade einen Strich durch die Rechnung, kann man sagen, gemacht. Ja, ich habe nämlich wirklich, das Einzel war die Disziplin für mich und Doppel und Mixed hat mir gar nicht gepasst. Und nachher war es schon ein harter Schlag gewesen, aber hat eben wirklich gefunden, nein, den Sport will ich nicht aufgeben und hat weiter gespielt und gemerkt, dass die anderen Disziplinen genauso gut sind oder eben fast noch besser, wenn ich jetzt finde, für mich. Aber wenn das nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich schweizerisch, hättest du da eine Chance aufzusteigen? Oder wie würdest du das beurteilen? Ja, das kann man jetzt nicht so sagen. Nicht? Ich habe wahrscheinlich weiter trainiert im Einzel und geschaut, was ja. daraus wäre geworden. Aber so also kann ich jetzt nicht sagen, wie weit ich wäre gekommen. Hat die Spielerin aber damals, wenn du da schweizerisch vielleicht geschlagen hast oder geübt sind, ähnlich wie die, die heute noch oben dabei sind? Also von den Freien sind jetzt meistens ins Doppel und ins Mixed übergegangen. Ah doch, ja, an denen? Ja, es sind ganz viele, die jetzt mehr Doppel und Mixed spielen als Einzel. Also kann ich gar nicht so gross vergleichen eigentlich. Was ist denn der grosse Unterschied? Du hast das vorher schon ein bisschen angetehnt, eben Doppelmix gegenüber dem Einzel. Im Einzel ist man halt, aber wie es schon sagt, allein auf dem Feld und man muss halt demnach auch viel mehr laufen. Und im Doppel und Mix, das sind Disziplinen, die einfach viel schneller gehen, weil man auf einmal zu viert auf dem Feld ist. Und ja, man muss halt auch weniger laufen. Im Doppel läuft man noch mehr, wo im Mixed, weil im Mixed ist einfach die Dame, die immer vorne am Netz ist. Und der Mann hinten noch, der einfach der Hinterteil vom Feld abdeckt. Ja. Aber es ist natürlich nicht nur Turniere, Schweizer Meisterschaften, Walliser Meisterschaften, die du gespielt hast. Euer Interclub war ein wichtiges Standbein über all die Jahre mit dem Club Olympica. Genau, ich habe zuerst am Anfang Junioren A gespielt, da wo wir alle halt anfangen. Und nachher bin ich dann direkt in die Zweitliga-Prüfung gekommen. Damals war es eine Fabrik. Zweitliga? Und genau, Zweitliga war das. Und dann habe ich 1 Jahr da gespielt und dann sind wir in die Erstliga aufgestiegen. Und nachher sind wir dann von der Erstliga in die Nazi B aufgestiegen. Das war natürlich ein Ensenerfolg für uns alle, das erste Mal Nazi B. Und jetzt spielen wir da schon die 5. Saison.
Und jetzt ist ja das Ziel, diese Saison in die Nazi A aufzusteigen. Aber 2011 Aufstieg, Nazi B, wie hast du das noch in Erinnerung? Wie ihr das damals schaffen konnte? Ja, in Erinnerung habe ich es nicht mehr so präsent, weil es ist ja gleich schon 5 Jahre her. Und, aber ich weiss noch, dass wir Schlutzig am Fasten, wo wir das geschafft haben. Das ist ein rechter Erfolg für einen Club. Oberwallis, die zweithöchste Spielklasse in der Schweiz. He? Ja, das ist super, weil im Wallis haben wir ja wirklich nur noch Samuris, die jetzt letztes Jahr sind abgestiegen in die erste Liga, dieses Jahr sind sie wieder in der Nazi B. Hm. Also sie werden aber gleich 2 Mannschaften im Wallis, die das Niveau spielen können. Und für diesen Aufstieg hast du aber hauptsächlich beigetragen, indem du das Doppel und so Mix gespielt hast? Genau, ich spiele auch jetzt einfach nur Doppel und Mixed. Das Einzelspiel Salome Jüster. Und jetzt diese Saison haben wir eine von Bären, die noch mit uns spielt, Samantha Grossen. Und mit der spiele ich hauptsächlich Doppel. Hm. Genau. Aber 2014 hat es dann wieder einen Unterbruch gegeben in deiner Karriere. Immer ein bisschen auf und ein bisschen wieder down. Hast du wieder wegen der Verletzung müssen pausieren? Genau, Anfang Jahr 2014 habe ich wegen Rückenschmerzen aufgehört zu spielen. Und dann hat es dann geheißen, dass mit der Bandscheibe etwas nicht gut ist. Und dann hat es halt geheißen, ja, der Sport Badminton sei eher nicht mehr so zum Spielen. Und das hat mich schon recht gemacht, weil ja, ich halt das gleich fast jeden Tag gemacht habe. Und nachher habe ich dann halt aufgehört zu spielen, ich ganz aufgehört Sport machen. Komplett? Komplett. Alles von einem Tag auf den anderen. Und dann ein Jahr wirklich nichts gemacht. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, das fällt mir einfach so fest. Und dann habe ich wieder einfach ein bisschen Trainings gegeben und ein bisschen die tieferen Ligen, so 3 Ligen, uns geholfen, dass die nicht gerade absteigen. Jawohl. Und nachher bin ich dann zum Doktor, nochmal, bin mir zu verschiedenen Ärzten gegangen, um zu schauen, ob man etwas machen könnte. Und dann kam dann uns, dass ich dass das Problem eigentlich an der Hüfte liegt. Und jetzt habe ich das durch Physiotherapie eigentlich recht gut in den Griff bekommen, dass ich jetzt im August wieder anfangen kann. Genau. Aber du hast gesagt, das Badminton in der Zeit hat dir schon ein bisschen gefehlt. Mhm. Ja, das war halt mein Leben gewesen, in meiner Jugendzeit. Und ja, das fehlt halt schon, wenn man das jeden Tag macht und auf einmal von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr hat, der uns gleich gefällt nachher einfach. Ist das ein harter Moment gewesen, wo du quasi musst sagen, jetzt muss ich pausieren, jetzt geht es nicht mehr. Ja, das war recht hart. Also einerseits musste ich schon sagen, die Gesundheit geht da halt vor. Ich muss jetzt ein bisschen auf mich schauen. Aber andererseits hat es mir halt wirklich ans Herz gehabt, weil ich es einfach genossen habe, ein Wochenende mit der Mannschaft zu sein, in die Match zu gehen und auch in die Trainings. Ja, das hat mich schon recht gemacht. Hast du den Eindruck, die Verletzung sei wegen dem Badminton gekommen, weil wegen der Sportart, oder hat das mit dem nicht unbedingt zu tun? Ja, ich habe viel mit den Ärzten geredet und sie haben eigentlich auch gesagt, es kommt schon vom Badminton, weil es ist halt sehr ein einseitiger Sportort. Ich mache alles mit rechts und halt rechts demnach viel mehr Muskulatur, viel besser ausgebaut als links. Und dann hat es mir das Becken verschoben und durch das habe ich nachher die Hüftprobleme bekommen. Und das hat die Reaktion. Genau. Und das ist halt einfach, ja, ich habe in der Jugendzeit zu wenig Fitness gemacht für meine linke Seite. Hänge ich halt das alle machen, aber im Nachhinein ist man immer ein bisschen gescheiter. Mittlerweile hast du es ein bisschen im Griff, aber die Beschwerden, wie geht's? Ja, mittlerweile geht's recht gut durch das die Physiotherapie, die ich immer bekommen habe. Jetzt habe ich da Übungen bekommen, die ich jeden Tag einfach machen muss. Und ich merke es einfach, wenn ich es einen Tag nicht mache, dass man gerade wieder anfängt weh machen. Und solange dass ich die mache, geht es eigentlich tiptop. Und das freut mich, dass ich da wieder mit Freude spielen kann. Und in einem Spiel oder so, wie geht das? Ja, in einem Spiel kann ich nur so fest wehen, das blendet einfach total aus, ob ich will oder nicht. Da ist man so konzentriert auf das Spiel, dass man den Match gewinnt und einfach gut spielt, dass man die Schmerzen gar nicht merkt. Und eben nachher, nach dem Training und so, merkt man es dann schon wieder ein bisschen? Genau, nach dem Training kommen die Schmerzen wieder, aber da gehört halt auch wieder die Vorbereitung und Nachbereitung von den Trainings oder von einem Match dazu, dass man die Übungen macht und einfach gut dient am Schluss. Wenn du eben pausieren musst, wegen diesen Beschwerden, hast du verfolgt, was eben so geht im Club und so, und Sachen Badminton trotzdem? Ja, da bin ich immer mit dabei gewesen. Ja. Nazi-B-Match bin ich eigentlich noch recht viel schauen. Und nachher haben wir auch engagiert, für Training zu gehen und für die Viertliga und Drittliga zu coachen und bin da immer mitgegangen und habe dann gleich in einem Training mitgespielt, weil ich mir es einfach nicht verhaben konnte, nichts zu machen. Trainer und Coach ist ein grosser Unterschied zum Spieler. Ja, ich finde das schon. Also ich mache immer noch Trainer und Coach. Und
ich finde es einfach faszinierend, vor allem zu coachen, dass man Turniere, die Junioren oder auch die Elite kann coachen und denen wie Sachen aufzeigen, was man noch besser könnte machen oder was man anders könnte machen. Und das fasziniert mich eigentlich schon. Aber mittlerweile bist du eben sehr gut eben zu zweit, im Doppel, im Mixed und so weiter. Beim Walliser Meisterschaft bist du mit Johann, mit dem Freisinger, schon erfolgreich gewesen dieses Jahr. Mhm. Genau, da haben wir im April, haben wir dort die Walliser Meisterschaft gespielt. Und da bist du schon zu weg? Nein, da bin ich gar nicht zu weg. Ich habe einfach gefunden, ja, wir probieren es einfach. Und also, wir waren beide überrascht, dass das so super gelaufen ist. Und sie sind ins Finale gekommen und haben dann wirklich knapp 22-20 im dritten Satz, also eine Verlängerung, noch verloren. Aber sie waren zufrieden mit dem Resultat, dass das auch ohne viel Training... Aber das ist fast auch kein Training. Genau. Dass wir es so weit geschafft haben. Und ja, und dann hatte ich umso mehr Ansporn, die Physiotherapie gut zu machen, dass ich dann im August wieder voll anfangen kann. Wie ist es mit dem Johann, mit dem Freisinger zusammen im Team zu sein? Wie geht das? Das geht tiptop. Ja. Er wäre super, nicht verstanden. Was ist er für ein Spieler? Er ist zwar eher der Einzelspieler, aber er kann sich auch gut anpassen, für das Doppel und das Mixed spielen. Man muss halt einfach einander vertrauen und einfach miteinander gut reden, dass man einfach zusammen spielen kann. Was der ist? Was er ist ja, du hast viele jetzt auf das Badminton setzen. Was kann er noch so erreichen? Du kennst ihn aber gut in Sachen Badminton. Ja, ich denke, er kann viel erreichen. Er ist recht ein Ehrgeiziger und im Moment macht er wirklich viel, er trainiert viel und ja, hat einfach auch Freude am Spielen und das finde ich auch etwas vom Wichtigsten, wenn du einfach die Freude dran hast und Sachen probierst mit diesen internationalen Turnieren und mal. Jetzt seid ihr gestartet in der Nationalliga B, Interclub-Meisterschaften, zwei Matches, du hast vier Spiele gemacht, im zwei Doppel, zwei Mixed und noch nichts verloren, glaube ich. Es geht gut. Ja, also der Start ist super gegangen, habe ich fast nicht besser können laufen. Die Frauen haben alles gewonnen. Der Männer ist dann gegen Lausanne zwei Matches verloren, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben gleich Punkte gemacht und ja, wir sind recht zufrieden mit dem Start. Und auch dir ist es ja super gegangen, aber mit alles können gewinnen. Im Doppel mit dem André Michael. Michi, klappt das auch gut? Ja, also wir spielen jetzt Mix zusammen. Und Mixpartner, genau. Ja. Und wir spielen ja schon eben seit der Nazi B, seit 3 oder 4 Jahren spielen wir jetzt immer zusammen mixed. Und haben in der Karriere auf einmal erst eins mixed verloren in der Nazi B. Alle Spiele? Und, genau. Und da haben wir einfach wirklich, ja, wir sind ein super Team zusammen. Und warum klappt das so gut? Er ist einfach super im Hinterfeld, hat einen super Smash und ich bin einfach voll die Netzspielerin und decke einfach das Netz vorne ab. Und ja, wir haben einfach auch nie Missverständnisse auf dem Feld und ja, es funktioniert einfach super. Das braucht es im Mixed, aber gute Harmonie miteinander. Ja, es braucht es auch im Doppel. Es muss einfach stimmen. Es gibt halt mit Partnern, die einfach nicht so super zusammenspielen kannst und es funktioniert halt einfach nicht. Da kann man nur so viel trainieren. Es muss einfach wirklich passen. Merkt man das bald, wohl es geht oder es geht nicht? Ja, das merkt man beim ersten Match, wo man zusammenspielt. Ja, ja. Ja. Und jetzt eben mit Michi, da klappt das, geht das reibungslos. Ja, ja, das ist super. Da haben wir haben schon mal die Schweizer Meisterschaft zusammen gespielt, einmal. Und dann sind wir ins Achtelfinale gekommen. Das ist noch die erste Saison, wo wir zusammen mixed gespielt haben. Und da haben wir dann gegen die Vize-Schweizer Meister einen Dreisatz in der Verlängerung knapp verloren. Und dann sind wir eigentlich auch schon recht stolz darauf gewesen, dass wir, ja, dass wir gerade so weit gekommen und so gut gegen die gespielt haben. Ja, also mittlerweile klappt es wunderbar da mit ihm zusammen, im Mixed. Hoffst du, dass es noch lange geht, aber die Ungeschlagenheit da im Mixed, das sollte noch weitergehen? So, ja, da haben wir schon ein bisschen Druck, denke ich. Weil es wissen fast alle von der Nazi B, dass wir da halt die sind, so die Unschlagbaren sind. Da. Und ja, es macht mir auch Freude, dass wir da zusammen so können spielen und wirklich jeden Match da gewinnen. Und das wollen wir eigentlich schon so beibehalten. Und im Team, was denkst du, was könnt ihr erreichen dieses Jahr? Also in der Nationalliga B? Ich denke, wenn wir so weiterfahren, wie wir jetzt die zwei Matches, die wir hatten, schaffen, wäre es ganz sicher ein Tüftungsspiel. Und in einem Tüftungsspiel müssen wir dann halt schauen, wer kommt spielen, gegen wer das wir spielen. Aber ich denke, wenn wir es wirklich wollen und so weiter trainieren, wie wir es jetzt gemacht haben, werden wir das schaffen, die Nazi aufzusteigen. Trainieren ist gerade das Stichwort. Du bist in der Ausbildung in Bären. Wie geht das? Wie kannst du trainieren da? Oder wie geht dir das? Die Woche durch bin ich in Bären und dann komme ich nicht unbedingt zurück ins Wallis trainieren. Ich bin einfach am Freitag und am Montag da
die ich trainiere. Und sonst mache ich einfach meine Übungen. Und sie kommen am Donnerstag zurück für ein Training, wenn ich gerade Match am Wochenende habe oder wenn gerade etwas Wichtiges bevorsteht. Und das weniger Training kannst du mit deiner Erfahrung gut wettmachen? Ja, ich habe einfach gefunden, ich will nicht zu viel trainieren, nicht, dass auf einmal wieder so ein Rückschlag mit einer Verletzung kommt, wegen zu viel Training oder so. Weil ich merke, dass ich anfällig bin auf Verletzungen. Und ich denke einfach, wenn es so mit so wenig Training auch klappt, mit diesen 2-3 Mal, ist das optimal. Also ist bei dir der Fokus eher auf Interclub oder eben die Meisterschaften, schweizerische Walliser Meisterschaften? Nein, der Fokus ist ganz klar auf Interclub. Ja. Ich spiele auch praktisch kein Turnier in dieser Saison. Es geht dieses Wochenende Mauern, wo ich ein Turnier habe, aber sonst eher nicht. Der Mannschaft helfen. Ja. He? Und die können dich gut brauchen, genau. Vor allem im Doppel und im Mixed. Ja. Gut, und natürlich wichtig ist eben ohne Verletzung durch diese Saison. Ja, ich hoffe, das geht gerade so weiter. Ich muss einfach dranbleiben mit meinen Übungen und dann sollte das gut klappen. Sollte das klappen? Ja. Wir drücken den Daumen. Merci vielmals. Gut. Merci vielmals hier für den Besuch hier bei uns im Studio. Und alles Gute für dich persönlich und natürlich die Mannschaft im Interclub in der Nationalliga B. Ja, das wäre es gewesen, die heutige Sendung mit der Laura Blumenthal, Badmintonspielerin beim Badmintonclub Olympica Brigg. Besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.